Kann man den Inspekten eigentlich hier? PvP Ehrenpunkte 11. Besiegte Mitglieder feindliche Fraktion 2. Okkultismus, Auromantie und Vitalismus. Okay. Vitalismus. Cool. Hier kann man sie nicht kloppen. Hier kann man sie nicht kloppen, hier in der Zone. Friedenszone da ganz kurz. Jetzt geht mein Ton wieder aus, hey. Ja. Moment, muss mein Ton wieder fixen. Das ist halt so gedacht, dass man nicht gleich hier Respawn-Kill macht. In der Nähe der Priesterin kann man sich ja halt nicht angreifen, in der Friedenszone kann man sich auch nicht selbst buffen, geht gar nichts. Nur wenn man ein paar Meter rausgeht. Und, aber es ist, es tut ein bisschen den Krieg auch ein bisschen, ja, ist klar, man kann nicht campen und so, aber... Ja, und dann kann man ja in die Zone hin. Das ist geil. Vom Mage ist es meistens. Wird man da oben zitiert in der Luft hier. La la la. Ja, jetzt warten wir halt hier blöd, dass wir aus der Friedenszone rausgehen, weil wir jetzt das erste Mal wir mehr sind als die anderen. Und der kann halt hier warten, bis seine Bros kommen. Was ich dann noch machen muss, Nico, falls du mich hörst, dass ich in den einzelnen Channels die einzelnen Rechte vergebe, dass dann nicht immer jeder immer sprechen oder stören kann oder sowas. Nur Member, nur Admins oder sowas muss man noch einstellen. Weil in der Launch kann niemand quatschen. Damit dann die Leute dann nicht einfach so abhängen. Ich hoffe, ich kann heute noch vor dem Sandmann spielen. Danach muss ich leider wieder ins Bett. Nach dem... Achso. Wann... Was für ein Platz bist denn du? Auf was für ein Platz bist du denn? 1140, okay. Ich will mal noch so eine Uschi da erstellen. Erscheinungsbild. Ja, ich muss jetzt eh kurz warten hier. Deswegen. Passt es schon. X. Wie lange haben wir noch? Okay. Ist zwar nett so Krieg, aber wenn man hier campt um diesen Bereich herum, man spawnt ja eh hier, wenn man stirbt. Egal wo man getötet wird im Krieg, gibt einen festen Spawnpunkt. Wenn du beim Questen gekillt wirst, gibt es ganz viele, ich sage mal Geistheilerinnen, aber es sind halt Priesterinnen. Spawnst immer am nächsten Priesterpunkt. Gibt's ja ganz viele, habe ich auch eingeblendet durch die Flügel da. Hey Strong, ja, wenn man reinkommt, da lohnt sich's. Gute Antwort, Hiob. Sind sehr, sehr lange Warteschlangen. Die perverseste habe ich hier, ein Screenshot hier. 17.000 und 11 Stunden Wartezeit. Aber wenn du momentan einloggst, musst du auch deine 8 Stunden warten. Hässlich hier. Okay, das ist ja wieder Spock. Lol. Zack.
Das heißt, man kommt nicht drauf. Ja, du. Die Server sind überlastet, es wollen mehr Spieler joinen, als der Server vertragen kann, und deswegen musst du warten, bis andere rausgehen. Ja, und das kann dauern. Es ist auch Wochenende, und ich schätze mal, wenn einer drin ist und wirklich zocken will, geht er nicht raus, außer er fliegt halt raus. Aber wenn du rausfliegst, hast du 5 Minuten Zeit, wieder zu joinen. Da erst nach 5 Minuten hast du ein Timeout. Aber selbst das funktioniert nicht immer, weil das Spiel dann nicht startet. Ach, hier Lippenfarbe ist da unten. Oh Gott, ist ja voll bitchig. Ja, so passt es. Speichern hier. Jetzt gehen wir mal raus wieder. Ich denke mal, das Level 18 ist der. Was macht er mit Level 18 hier? Schon, werden wir mal wieder gekillt hier. Ja, noch 12 Minuten Krieg. Was macht er mit Level 18 hier? Spinnt der oder was? Na, jetzt, oh, es ist oft mit dem, dass du nochmal drücken musst. Wenn ich jetzt ein Wireless Keyboard hätte, würde ich mir denken, okay, hier, Blödsinn und so. Wobei, am Kabel. Ach, da nicht hier doch an. Wo sind denn seine großen Brüder? Ja, ich bin jetzt nicht so ein Arschenkind Level 18. Also andersrum bin ich auch schon gekillt worden mit 50, von 50er mit 18, aber. Nee. Gib mir keinen Kick, muss ich sagen. Wo bin ich eigentlich auf der Karte? Ich bin hier, meine Quests waren da. Genau, das schwer Gex, kannst du auf Max Grafik spielen? Ich habe momentan gar nicht die Karte drin, die da steht. Ich habe mir vom Kumpel eine andere ausgeliehen. Ich habe nicht die Karte, die da unten steht. Die hat mein anderer PC hier. Und ich spiele auf Max, aber nicht mit der Karte. Hier, alles hoch, alles hoch, alles hoch. Außer diese scheiß Fokustiefe habe ich rausgenommen, den hat mich genervt. Ich möchte schon alles sehen in der Ferne. Ich möchte nicht alles verschwommen sehen, wie so ein komischer Kauz. Ist das schon in echt bei mir mit der Brille schon schlimm genug? Läuft, läuft, passt, freut mich. Plan B ist gerade in Kraft getreten, falls ich hier rausfliege. Mal schauen, ob das hält oder nicht. Macht nichts, macht nichts. Ist ja okay, lass uns an. Wir beteiligen uns gerne an deinen Schweinereien hier. Auch vom anderen Channel. Bin ich ganz deiner Meinung? Bin ich ganz deiner Meinung? Immer diese Soul Remixes mixen überall rum, wa?
Ja, mein Pad ist sogar noch ganz. Na dann, versuchen wir zu unserem Questgebiet zu kommen, machen dann weiter. Schauen wir mal, ob wir das schaffen. Wir müssen hier unten hin. Ich glaube, da. Ich wollte euch ja noch die Häuser zeigen, so ein bisschen. Klar sind es Schweinereien hier. Mit AD, mit Crit, mit AP und also hier. Also richtig schweinisch hier. Und das vor 10 Uhr. Aber der Channel ist eher auf 18 gestellt. Von da ist es alles okay. Ach so, LOL-Video, okay. Deswegen habe ich es nicht verstanden, weil ich habe da nicht so viel am Hut mit LOL. Zumindest noch nie gespielt. Ja, genau. AD, AP, SM, LMAA und so MFG. Ja. Ist schon recht, ist schon recht, ist schon recht hier. Ich verstehe, ich verstehe. Auch läuft, dann kann ich ja mal hier. Geht das? Storniert. Gildenweit. Jo. Passt. Okay. Gut, Plan B ist in Kraft getreten. Gucken wir mal, was wir so anstellen können dann. Ja, mein Lieblingskapper hat Nico da, Rico da. Na klar kenne ich das. Deswegen habe ich es ja gesagt jetzt hier. Sicher kenne ich das. Logisch. Bin ich doch mit aufgewachsen. Bin ja doch ein alter Sack hier, weißt du ja. So, dann sind wir, glaube ich, bald wieder bei unserem Questgebiet. Und noch 6 Minuten haben wir Krieg und dann passt es. Das geht nur als Sub. Ist ein Sub-Kapper. Nö, also du bist halt jünger als ich. Musst du nicht kennen. Kannst einfach jünger als ich sein, so wie die meisten eigentlich hier im Channel. Ich bin da schon ein alter Sack hier. Und spiel trotzdem noch irgendwelche komischen Kinderspiele hier. Arc Age und Mario Kart und Diablo. Ja gut, Kinderspiel Diablo, aber ja, ihr wisst schon, was ich meine. Hockt immer noch vom PC, hat kein Leben und streamt hier. Aber so ist das halt mit dem Gex. Ich kann ja eh nicht gehen. Meine Füße sind verletzt, also solange ich nicht gehen kann, muss ich halt hier streamen. Ich immer sage, meine Priorität im Leben erstmal doch ein bisschen größer bei Streams, bei Twitch zu werden. Das ist ein kleiner Traum, wäre ganz cool. Zweiter Traum, wieder gehen zu können. Einfach aufstehen und gehen wäre auch nicht schlecht. Aber erstmal Twitch viel wichtiger. Okay, danke. Danke, Babo. Schreibe ich mir mit. Merci. Es geht darum, dass ich jetzt noch einen Account gemacht habe, falls ich wieder rausfliege, dass wir nicht wieder 10 Stunden Warteschlangen-Simulator spielen. Und deshalb jetzt, ich mache jetzt einen auf dem Server, mache aber noch dann, wenn es dann passiert, auf dem anderen Server noch einen Account, also einen Charakter. Und wenn es in der EU nicht klappt, dann mach es halt auch in den USA auch. Hauptsache, es läuft. So als Überbrückungsphase, falls irgendwas wieder schief geht hier. Damit halt der Stream läuft, es nicht wieder aufhört hier. Pandamuffel, hey, geiler Name. Merci für dein Follow, hab Spaß, genießt die Show.